Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Satanas Ketten. Und ich muss zugeben, ich habe diesmal ein bisschen in der Lösung geguckt, was man noch machen kann. Und dabei soll man sich das Schiff ablegt. Ja, das Beiboot anschauen, hieß es von unten, aber okay. Außerdem war das mit dem Eimer, was wir mit dem Eimer gemacht haben, wohl ja schon ganz richtig. Und zwar kann man wohl nämlich Folgendes machen, was ihr ja durch Probieren schon rausgefunden habt. Den Eisenring hier ranhängen und dann den Eimer an den Ring hängen. So viel, wenigstens. Ja, genau, wenigstens stehe ich nicht so rum. Und es hatte etwas nämlich mit diesem Satz auf sich, von wegen das Mittel juckt, wie sonst was. Wir können sie jetzt nämlich um das Mittel bitten. Na? Kannst du mir etwas von dem Pulver geben? Bist verletzt, Kindchen? Nein, siehst ganz Biene aus. Mein Pülverchen ist nur für Verletzte. Kann ich wenigstens einen von den verbrauchten Verbänden haben? Auf keinen Fall! Wer weiß, was er damit anstellt. Am Ende bringt es zu einem Druiden und verflucht mich damit. Ich kenne aber keinen Druiden. Sicher ist sicher. Darum wirft Minka alte Verbände immer gleich hinaus ins Meer. Okay. Du weißt... Keine... Aber du hast... Hört... Kann ich wenigstens einen... Auf keinen Fall! Am Ende bringt es... Ich kenne... Sicher... Darum. Okay, ja, sie wirft nämlich die Verbände hinaus ins Meer. Biene. Und da kommt nämlich dann der Eimer ins Spiel. Ja, seht ihr, jetzt hat sie einen rausgeworfen. Und da kommt nämlich dann der Eimer ins Spiel, wie gesagt. Also da hätte ich jetzt wahrscheinlich noch eine Weile rumprobiert, bis ich wieder mit der geredet hätte. Und zack. Jetzt habe ich eine Bandage mit diesem Juckpulver. Das Zeug juckt tatsächlich. Die anderen beiden Sachen nehme ich besser auch wieder mit. So. Ich habe eine Bandage mit juckendem Pulver. Was kann ich mit der Bandage mit juckendem Pulver machen? Die Sache ist, wir müssen jetzt wieder zum Harm mit seinem Ausschlag. Und die Bandage mit Juckpulver soll uns da wohl irgendwie weiterhelfen können. Ausschlag plus Juckpulver ist natürlich eine ganz gemeine Sache. Also, nur wie genau wir das anstellen sollen, das habe ich noch nicht nachgeschaut. Hallo, Harm? So wie die Botin gezetert hat, hat dieses Zeug in ihrer Wunde fürchterlich gebrannt. So wie die... Okay, ja. Probieren wir das mal. Ich muss das Juckzeug an etwas schmieren, das Harm auch sicher berühren wird. Ah! Okay. Und jetzt kommt nämlich der Lebertran endlich ins Spiel. Okay, verstehe. Noch etwas Lebertran? Ja, was soll's. Ja, was soll's. Und dann schmieren wir das... Wollen wir doch einmal sehen, wie heilkräftig dieses Juckmittel wirklich ist. So, Lebertran mit juckendem Pulver. Hier, bitteschön. Euer Lebertran. Danke. Und irgendwann greift er sich hinten hin und jetzt nimmt das Was Inhalt ist das? Einen Lauf. Es wird wieder schlimmer. Das halte ich nicht aus. Verfluchter Sumpf. Was hat er jetzt da hingehängt? Schlüssel? Ja, die kann ich jetzt wahrscheinlich nicht einfach so nehmen. Zu riskant. Kann ich da aus dem... von draußen angeln? Jetzt müssen wir die Angel ausleihen. Jetzt müssen wir von draußen angeln. Wo haben wir ja noch keine Angel? Warum ist Nori keine kleine Blütenfee? Dann könnte sie hineinfliegen und etwas stehlen. Die Sache ist, kann ich Nori runterdrehen
und ihr dann die Kette geben, damit sie was angelt oder so. So, einmal runter bitte. Gib den Mini-Anker an Nori. Ach, dann komme ich aber nur mal aufs Schiff, ne? Also gut. Während ich Harm ablenke, angelt Nori mit dem Anker durch das Fenster nach dem Schlüssel. Aber was, wenn er den Diebstahl bemerkt, bevor ich das Prisma habe? Dann brauchen wir eine Schlüsselattrappe. Eine Schlüsselattrappe? Och Gott, nö. Wo soll ich denn sowas herbekommen? Toll. Diese neue Anstellung hänge ich so schnell wie möglich wieder an den Haken. Hahaha, der war gut. Wo bekomme ich jetzt eine Schlüsselattrappe her? Holzkästchen. Holzkästchen rauswerfen. Ich vermute, das ist dann eben dafür da, um das Prisma rauszuschmuggeln. Dass wir das da reinstopfen und rauswerfen. Und dass das eben über das Holz zu schwimmen beginnt. Ich angle es jetzt einfach mal, aber wo kriege ich eine Schlüsselattrappe her? Fex sei Dank. Falls das... Kann ich da eine Strauß schnitzen? Besser nicht. Habe ich sonst irgendwas zum Schnitzen? Nee. Viel besser. Die Gräten stinken auch nicht so erbärmlich. Ist das jetzt ernsthaft meine Schlüsselattrappe? Okay. Dann bitte hier. Der Anker taugt nicht einmal für diese Nussschale. Also gut. Während ich Harm ablenke, angelt Nori mit dem Anker durch das Fenster nach dem Schlüssel. Aber was, wenn er die... Dann brauchen wir... Ja, ich hab eine Schlüsselattrappe. Nori angelt mit dem Anker nach dem Schlüssel? Und ersetzt den Schlüssel mit der Gräte. Eigentlich ganz simpel. Ach so. Okay. Du musst mir helfen. Siehst du das Loch dort im Fenster? Ich mache es heil. Nein, nimm diesen Anker. In der Kajüte ist ein Schlüssel. Er sieht aus wie diese Gräte. Du musst mit dem Anker durch das Loch danach angeln. Und dann ersetzt du den Schlüssel durch die Fischgräte. Währenddessen lenke ich den Kaufmann ab. Schaffst du das? Selbstverständlich. Ich bin eine Fee. Gut. Denn wenn etwas schief geht, bin ich tot. Ja, sehr gut. Jetzt müssen wir sie nur noch hochkurbeln. Bin sehr gespannt. So. Und rein. Harm? Ehrenwerter Harm? Ja? Diese außergewöhnlichen Steinfiguren, die ihr verkauft, wer stellt die her? Ein außergewöhnlicher Freund. Verstehe. Ruft nach... Deswegen kann ich den Satz auch ständig sagen. Ja, das ist immer noch der Schlüssel. Muss ich sie dann eins runterlassen? Das lädt und lädt. Hä, ich dachte, ich hätte sie hochgezogen. Oder kann ich sie eben noch eins runterlassen? Ach, dann war das schon oben. Okay.
Jetzt sitzt sie genau auf derselben Ebene. Und hier geht's jetzt rein, okay. Hey, Harm. Sag doch mal. Ehrenwerter Harm? Ja? Darf ich euch eine Frage stellen, ehrenwerter Kaufmann? Wenn es denn sein muss... Was ist mit deiner Krankheit? Was ist das für ein Leiden, das ihr habt? Ich sterbe. Die Quacksalber sagen es mir nicht. Verkaufen mir Kuren, die einer Katze das Fell abfaulen lassen. Aber mir machen sie nichts vor. Du hörst den Tod, wenn er naht. Mit dem ehrbaren Effendi Harm geht es zu Ende. Noch etwas? Ja, klar. Was ist mit Goswins Mörder? Ja. Habt ihr Menander Goswin getötet? Nicht eigenhändig. Du hast ihn gekannt? War er etwa dein Vater? Ist das ein Rachefeldzug? Nein. Der Alte war ein Säufer. Er wurde zu einer Gefahr für unsere Queste. Boron weiß, er hätte auch sonst kein Jahr mehr durchgehalten. War es das jetzt? Ach ja, und da haben wir es wieder mit den Boronsboten. Boron ist hier eben der Tod. Eine letzte Frage noch. Harm beleidigen, ja klar. Nee. Woher habt ihr all diese sonderbaren Schätze? Kunkom, Talusa, Mengbilla, Al-Anfa. Ich war ein Weltreisender, bevor mein Leiden mich an diesen unwürdigen Schwefelsumpf gekettet hat. Wart ihr ein Pirat? Ich war ein guter Mensch, aber jetzt ist nur noch die Angst vor dem Tod übrig. Und jetzt lass mich in Ruhe. Okay, okay. Der feine Herr. Ist ja gut, wir lassen dich ja schon in Ruhe. Jetzt muss ich sie runterlassen und mir unten dann die Dings holen. Muri ablassen. Da ist mein Mauszeiger. Ich gehe jetzt so runter, weil dann lädt es nicht nach und ich kann mit Nuri reden. Hallo Nuri, gib doch mal her. Sag mal, Nuri. Und? Hast du den Schlüssel? Ja, hier ist er. Was hast du jetzt vor? Irgendwie muss ich mit dem Schlüssel an dem Glatzkopf vorbeikommen. Nimm ihn doch einfach in den Mund. Was? Versteck den Schlüssel unter der Zunge. Da guckt doch keiner nach. Warum eigentlich nicht? Du kannst wieder aussteigen. Na gut. War eh langweilig. Ja, den Schlüsselangeln war langweilig. Okay. Also ich fand das sehr aufregend, weil wenn der sich einmal umgedreht hätte, ich wäre sowas von tot gewesen. So, jetzt hoffen wir mal, dass da wirklich keiner nachguckt. Okay, ich hab den Schlüssel. Ganz vorsichtig. Das Prisma. Ich habe es, aber wie bringe ich es an dem Wächter vorbei? Ja, das war mir vorher schon klar. Ich mache das besser mal wieder zu. Ich nehme das Holzkästchen. Und da packe ich jetzt das Prisma rein. Das Prisma passt genau hinein. Und den Schlüssel vielleicht auch. Okay, dann packe ich eben das Fenster, das aus dem Fenster. Was? Jetzt werfen diese Säufer schon mit Flaschen. Oh, wie ich den Norden satt habe. Ja. Und hier raus. Jetzt hast du es zum ersten Mal gehört. Aha. Interessant. So. Jetzt ist es an der Zeit, uns ein Prisma zu angeln, Leute. Ja, haha. So macht man das. Fex sei Dank. Also ich hoffe, ihr seht mir einfach nach, dass ich da geguckt habe. Oh, ich komme so an Nuke-Pulver. Das war auch das Einzige, was ich geschaut habe, dass man irgendwie an diese Bandage rankommt. Und zum Teil hatte ich es ja schon mit dem Eimer draußen. Ich wusste nur eben nicht, dass man die nach Jogpulver fragen sollte. Aber bevor ich jetzt ewig dran rumhänge, habe ich mir gedacht, okay, ist das einfach mal okay. Sag mal, Nuri. Geh mal bitte wieder zum Angler. Ins Badehaus. Bin gleich. Wieso soll ich die ins Badehaus schicken?
Gibt's denn irgendwie im Badehaus was Neues jetzt? Nicht wirklich. Kann ich jetzt in das Haus vom Goswin? Du glaubst mir wohl nicht. Der Mann ist tot. Okay, ist ja gut. Okay, Leute, dann würde ich sagen, war's das auch erstmal für diesen Part. Wir haben jetzt endlich das Prisma. Das blaue Licht zeigt nach Westen. Irgendwo dort muss das Feentor sein. Wobei, nee, es war's doch noch nicht. Ich probiere es noch was aus. Nachdem ich jetzt das Prisma angeschaut habe, das Licht zeigt nach Westen. Das Prisma ist unser Kompass. Das heißt, ich müsste jetzt mit Fährmann überfort zum Sumpf. Es kann losgehen. Kommt jetzt Nuri automatisch mit? Das wäre ja schön. Komm, Nuri, wir fahren los. Zack, zack. Ja, mach aber ein bisschen. Aber wie finden wir den Weg? Wir folgen einfach dem Licht des Kristalls. Nanu? Wieso hat uns der Fährmann nicht weitergebracht? Dem Fährmann war es hier zu unheimlich. Ist es denn unheimlich hier? Hast du Angst? Nein, du bist ja da. Errungenschaft freigeschaltet. Feuchte ist Füße. Ist das schon das Ende eurer Welt? Ja, bald sind wir da. Warum ist es dann so düster hier? Du sagtest doch, Fanglari wäre ein schöner Ort. Und müssten wir nicht schon den grünen Himmel am Horizont sehen? Fanglari wäre schlecht verborgen, wenn es jeder schon von Weitem sehen könnte. Da hast du recht. Ach, Geron, es klingt alles so wundervoll, als würden bald all meine Träume wahr werden. Sag mir, in Fanglari gibt es doch bestimmt eine Prinzessin. Weißt du, ob sie glücklich ist? Keine Prinzessin ist so glücklich wie die von Fanglari. Sie lebt in einem Turm aus Mandelholz, zusammen mit dem König der Kastanien. Und jeden Abend singen ihr die Tiere des Waldes ein Schlaflied, das man noch bis hinter die Hügel im Elfenbeingebirge hört. Und verlässt sie jemals ihren Turm? Das klingt ja fast so, als wäre Nuri die Prinzessin in ihrem Feenreich gewesen und hätte irgendwie nie weggehen dürfen. Und deswegen will sie nicht dahin zurück, weil sie dort wieder eingesperrt werden würde, oder wie? Ja, natürlich. Die Prinzessin von Fanglari liebt es zu reisen. Darum gibt es in ihrem Turm auch Türen, die überall hinführen. Durch die Kleidertruhe geht es in die Wüste und auf dem Dachboden führt ein Fenster hinaus auf eine einsame Insel. Glaubst du mir nicht? Ich glaube dir. Geron? Als ich damals das Feenreich verließ, habe ich immer von einem Land wie Fanglari geträumt. Bald wird es wahr. Und es ist sogar noch schöner, als ich je gedacht hätte. Warte doch erst mal, bis wir da sind. Das ist es nicht. Ich möchte dir etwas geben. Hä? Deine Kette? Nein! Aber bald bin ich in Fanglari. Dann kann ich wieder frei zaubern. Bis dahin sollst du sie für mich tragen. Aber wie willst du ohne das Feenwasser zaubern? Du zauberst. Ich? Ich schenke dir meinen Zauber. Dann kannst du auch alles wieder heil machen, was du zerdepperst. Ich weiß nicht, ob... Jetzt nimm sie schon. Schön. Eine endlose Nacht am Ende der Welt. Genau richtig. Richtig wofür? Na, für unseren Liebesbund. Okay, das wird mir jetzt zu viel für diese Folge. Dann nehme ich jetzt doch von diesem Projekt ausnahmsweise mal 3 Folgen am Ende am Stück auf, aber es wird jetzt einfach sonst zu lang. Gut, ich bedanke mich trotz allem fürs Zuschauen und wie wir uns hier entscheiden, Leute, das seht ihr im nächsten Part, wenn es wieder heißt Let's Play Satinas Ketten. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Leute. Ja, einen dramatischen Zwischenfall im Gang.
What the fuck? Was war das? Muss das sein? Zusammen mit den letzten Sonnenstrahlen, die den Himmel über dem See in ein herbstliches Rot tauchten, glitt Sedgwick der Insel entgegen. In der kalten Luft der reinbrechenden Nacht überkam ihn plötzlich eine seltsame Müdigkeit.